Freunde der mittelmäßigen Unterhaltung, ich begrüße euch zu dieser neuen Folge von Ayuden Chronicle 100 Heroes. Wenn du jetzt zufällig mitten in dieses Abenteuer hineingeplatzt bist, hier geht's zum Anfang zur ersten Folge. Ansonsten auch gerne auf meinem Twitch-Kanal vorbeischauen, Link dazu in der Videobeschreibung, wenn du mal live dabei sein willst. Ansonsten genug geschnackt, los geht's mit dieser Folge. So. Nehmt mal alles raus hier. Ich gucke mir einmal kurz die Berichte an. Expedition. Runensplitter Erde 7. What do you need? Hm? Ja, die haben noch nicht das Geheime gefunden. Kann ich es abbrechen? Mission abbrechen, ja, dann geht mal hier hin. Das war alles mal wie so ein bisschen durchmachen. So. Dann geht's weiter. Noahs Heimat. Sieht mir jetzt nicht wirklich spitz aus. Oh Gott, ey, was hat denn spitze Dächer? Da sieht es spitz aus. Alt werden. Der kann mir tatsächlich was erzählen, oder was? Ja, geil. They say a griffin's on the loose in the nearby cave. Oder? Scary, huh? Ja. Hope it doesn't attack anyone. In der nahegelegenen Höhle. Does this griffin have a patch of white feathers on its head? Yeah. How do you know? And a blue sash tied around its leg. Yeah, I think I heard something like that. It is him. It has to be. Listen, he's not going to attack you. He wouldn't do that. Poppy. If you say so. Noah, we've got to find him. Yeah, of course. Natürlich. Aber erstmal muss ich da oben den kleinen Jungen bei Goma abziehen. Der hat mich letztens abgezogen, jetzt muss ich ihn abziehen. Auch eine Revanche, Georg. Ich will dich verprügeln. Es gibt halt so spezielle Gegner, die muss man, glaube ich, besiegen. So habe ich das verstanden. Dann schließt sich der Doktor an. Probieren wir es mal. Muss aber den kleinen Jungen da irgendwie fertig machen. Let it rip! Okay, Runde 1 schon mal gewonnen. Oh, gib mir dein Taschengeld. Und dein Pausengeld. Und dein Pausenbrotblech dazu. Gib mir alles, was du hast. Ups. Oh, clean victory.
Come on, really? Tja, so ist das. Dich weggebladet. Was focusing on offense, a mistake. Hey, don't feel bad. Your top put up an impressive fight. Thanks. I may have lost, but I'm gonna learn from the defeat and grow stronger. And then, let's duel again. Ich finde, er hat eine sehr tiefe Stimme, dafür, dass er ein kleiner Junge ist. You got it. Oh, Drachenzahn erhalten. So, und diese ganzen Kreiselspieler muss man halt ausfindig machen, ne? So, rein in die Höhle. Da bin ich mal gespannt. Da müsste ja eigentlich jetzt zwei Leute sein, weil... Unter der Stadt. I don't know why, but I can't shake the feeling that he's here. So, jetzt da nochmal. Ich habe auch keine Ahnung, wo ich den da suchen soll. Da arbeiten die da hinten. Wahrscheinlich wird der irgendwo in der Mitte sein, oder? Gehe ich mal stark von aus. Aber was weiß ich schon. Let's do this. Da werde ich mal alles durchsuchen, so ein bisschen. Und vielleicht findet sich was. Der steht da einfach rum. Ich bin hier hochgegangen, ne? Ich bin einfach hier hochgegangen. Und da steht er. Was laberst du denn immer, dass meine Ressourcentasche voll ist? Ich kann nur 15 Stück mitnehmen, das ist ja peinlich. Könnt ihr mir den ganzen Pelz nicht abnehmen? Da steht der Greif einfach da, um der Ecke. Ich glaub's nicht. Alior. Hubi. Alior. I knew it was you. I looked everywhere. I'm so glad you're okay. I know, I know. I missed you too. Noah, I can't leave him here. Alior's too special to me. Of course not. He'd be a welcome comrade. Cool. Captain Greif. You hear that, Alior? We're gonna have some more adventures together. Isn't that great? Steht der da einfach rum und ich mache mir so viel Arbeit, das ist doch dämlich. Da hasse ich mich schon wieder selber für. Umherfliegender Greif, Alior. Oh, you're such a good little boy. This shouldn't be hard. Er kann nur mit dem Kopf schütteln. Er kann wieder nur mit dem Kopf schütteln über mich selber. Okay, hier kann ich noch speichern. Also genau, da komme ich dann noch gleich raus. Also könnte es noch hier sein, in dem letzten Gebiet. Da hinten steht doch jemand. Da steht jemand. Einsam und verlassen. You're mine. Los, schnell hin da.
Da, 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 da. Ja, die Cut Key, gut. Ich denke mal, dass das die Person ist. Vielleicht ist es auch nochmal eine komplett andere Person. Weiß es nicht. Kann alles sein. So, hallo der Herr. Was treiben Sie in der Höhle? Zumal es ein älterer Mann ist. What do you want, Sonny? Can't you see I'm working? Oh, er arbeitet, okay. Ah, well, look who it is. You're that whippersnapper from the Alliance that folks can't stop flapping their lips about. His mind's got the best ore. People say that? Thanks. Lucky for you, I'm what you call capricious. I get tired of mining the same veins again and again. Fancy hiring me on at your place? I'll be the finest Hogdam Guild deputy you ever had. All your money back. If, of course, you provide me with interesting work. You have a place with us. Quick and decisive. I like it. Call me Durlin. I'm well known around these parts. Keep me engaged and keep the libations coming. And I'll outperform any young man out there. I'm gonna bring you so much ore, you'll think I'm a bore. See? Miner and rhymer. Gut, also Alkohol kriegt ja nicht so viel. Der steinharte Steinmetz. Aber war das der, den ich da gesucht habe? Bin mir da nicht so sicher, ob er die Person ist, die gesucht war. Vorhergesagt war. I don't know, I don't know. Da ist noch eine Kiste. Eine geöffnete. I just hate resorting to violence. Wird man sehen, wird man sehen. So. Und jetzt so. Raus aus der Höhle. Werde ich mal die Basis noch ein bisschen upgraden und dann machen wir... Oh, was machen wir denn? Hier arbeiten sie. Siehst du, ich hätte doch einfach nur da um die Ecke gehen können. Ey, das ist ja Markus. Ist das Markus? Was macht Markus hier? Ich hab doch Markus nicht rekrutiert. Was treibt denn der sich hier rum? Habe ich was verpasst? Oh, do come in. So, was bauen wir denn jetzt noch Schönes? Ein Theater kann ich bauen. Dann brauchen wir mal ein Theater. Ein paar Ressourcen loswerden. A fine theater indeed. Das schaue ich mir jetzt aber nicht an, das Minispiel. Horn der legendären Bestie. Ich füge eine neue Missionsaufgabe hinzu. Stein, Bauholz kann ich. Rotkäppchen-Skript habe ich. Dann erweitern wir das doch gleich mal. Wenn schon, denn schon. Was soll der Geiz? Das machen wir auch gleich eine Erweiterung. Bringt auch nochmal 300 Einwohner. Verbessert die Qualität von Futter nach dem Rennen auf hochwertig. Was soll der Geiz?
Brutplatzerweiterung, kann ich bis 20? Ja, das hau ich auch gleich rein. Ich hab so viele Ressourcen. Alles weg damit. So, dann erstmal das nicht. Wo finde ich die Kleine? Das würde mich nochmal interessieren. Höre ich hier jederzeit Musik? Ach so, so ein Musikding macht's hier. Dafür bräuchte ich auch einen heiligen Baumsplitter, den habe ich nicht. Vielleicht kommt sie dann erst recht spät. Das geht alles nicht. Komm, machen wir das noch, den Angelplatz verbessern. So, das mal. Pelz haben wir genug. Können wir ausgeben. Pelz haben wir immer noch genug. Angelort hinzufügen für die Änderung. Eine Art Angelort hinzu erlaubt Fang von Fischen in einem neuen Gebiet. Steigert den Ertrag des Angelplatzes. Ah ja. Nun gut. Oh. Hab da jetzt mal aus meiner... Die nehmen nichts mehr aus meiner Ressourcentasche automatisch raus. Muss ich das jetzt hier händisch abgeben? Bei dir? Welcome. Come again now. Ja, Stein und Pelz habe ich glaube genug, ne? What do you need? Verkaufspreis. Gelagert, Max. Ja, Steine sind halt voll. Und Pelz. Das ist das Problem. Dann werfe ich die einfach weg. So, hier muss ich auch noch mal ein bisschen was abgeben. Okay, machen wir mal schnell durchlauf. Wenn du auf einer Anhöhe stehst, wirst du zu Beginn des Kampfes konzentriert. Mhm. Magie um 10. Kampf beginnen. Die SP um 1. Rune ändern. Rune von Francesca. Aber ich habe doch meine Rune eingelagert. Ach so, die hat 4, deswegen kann sie die nicht anlegen. Müsste ich mal gucken, wer 4 Slots hat. Marisa vielleicht? Ja, sie kann das hier. Wassernadel, Tränen des Wassergottes, heilt massive Menge HP bei Verbündetem. Heilt mittlere Menge HP Verbündeter gibt. Ja, ist gar nicht schlecht. Dann halt das. Ja, dann hat sie halt mal das Wasser da drin. Ist doch nicht schlecht.
Noah, wen haben wir noch? Euphorious. Ohne der Geschwindigkeit, dass er ein bisschen schneller ist. Dann haben wir noch Hugo, der ist voll ausgestattet. So, die Kleine wollte ich mir mal hier... Ach, da ihn ist es ja. Momo. Mal Rune der Runenmagie rein. Rune des Feuers, Rune des Infernos. Ja, lass ich mal drinne. Feuerresistenz. Alles nicht so schlecht. Gut. Ist das auch erledigt? Was mache ich jetzt noch Schönes? Mache ich jetzt Story oder... Mache ich Story oder... Probiere ich mich hier weiter aus? Salz, Essig. Stimmt, da haben sie den Runensplitter gefunden. What wisdom do you seek? Okay, das war nicht der. Liegt unter dieser Stadt. Neue Prüfungen erwarten dich dort. Dann habe ich jemanden gefunden, den ich nicht finden sollte. Weil ich wollte auch meinen, ich habe doch dagegen eine Frau in Erinnerung gehabt. Ich habe aber alles abgesucht. Deute mal hier. Zepedele. Eine Frau mit massiven Hörnern und einer Vorliebe für Karten. Sie wartet dich am Ende einer Reise voller Karten. Okay. Chandara hatten wir ja gefunden. Gucken wir hier nochmal rein, ob jemand schnell rekrutiert werden kann. Man kann ja eigentlich einfach mal alle aufdecken. Was in aller, was tut er mit so einer wenig Kleidung in den Bergen? Er wird allein beim Anblick kalt. Okay, dann ist er wahrscheinlich auf dem Schneeberg. Ah, der Hüter, der die Kunst des Krieges gemeistert hat. Er trainiert Körper und Seele in den Hügelgräbern tief im Wald, die vom bewährten Grün gesegnet wurden. Eine alte Tragödie hat dazu geführt, dass sie einem schattenhaften Wurm zum Opfer fiel. Meistere die Kochkunst, um ihre Seele zu befreien. Okay. I await. Unter der Stadt könnte es auch das Gefängnis sein. Schloss Untergrund. Aber wie sollte sie hier reinkommen? Nö. Keiner da. Er muss salziges Essen mögen. Gut. Also ja, hätte er Untergrund, hätte ja vielleicht sein können. Aber in der Höhle habe ich es keinen angetroffen. Nun gut, dann kann ich den Drachen ja noch vielleicht rekrutieren. Yes. Dann nehme ich mal L mit.
Code L, wo bist du? Vielleicht. Bin ich blind? Aber wahrscheinlich kann ich den gar nicht mitnehmen, ne? Ne, da, doch, da ist er doch. On the hunt for rare runes, huh? Off with you. Gut, dann machen wir das doch so. So, Ulfbert. Düsterwald. Gehe ich einfach zum Ausgang, Haupttor. Ich glaube, das ist einfacher. Ich glaube, das ist einfacher, so, dann so einen kleinen Drachen noch irgendwie mit im Team haben. Hat auch was. Doch, ich weiß, wo ich mich hin teleportiere, zum Düsterwald. Weil ich so lauffaul bin. Schon ein bisschen peinlich, aber... Ich schäme mich für nichts. Für nichts. Für rein gar nichts. Rennende Eldstraße. Ja, wir finden gleich einen Drachen, mein lieber L. Den darfst du dann versorgen. In der Hoffnung, dass er uns nicht angreift. Ausgezeichneter Lack, den nehme ich gerne mit. Not sure you even need me for this one. Let's see what these lenses can do. Oh. Das vor jedem Kampf würde mich sehr nerven, glaube ich. Mir jedes Mal die Animation angucken zu müssen. Hat mich jetzt beim ersten Mal schon genervt. Auch wenn die Fähigkeit gar nicht mal so schlecht ist, dass jeder plus 1 bekommt. Well, there's the dragon we heard about. Mann, der ist immer noch böse. Oh, okay, okay. It doesn't want anyone near it, that's for sure. And I'm not pushing my luck. Whoa. Just look at that shine. I know what's happening here. This is spontaneous lensosynthesis. Spontane Linsensynthese. Spontaneous what now? Raw lens is pure condensed magic, right? It's what powers the rune lenses. In today's world, we only know how to use it as a power source, but there used to be technology that let people craft finished rune lenses from the raw material. Mm-hmm. One theory is that the people who built the rune barrows had that technology. Anyway, sometimes raw lens is created spontaneously inside the ground, or, in rare cases, inside living things. So, okay, then the reason the dragon is shining... is because raw lens spontaneously formed inside it, no question. But there's one icky little problem. What's that? Es macht aggressiv oder? It's lost control of itself and it's really pissed off. Natürlich. I just hate resorting to violence. Natürlich ist er ein bisschen angefressen. Oh, der.
Der grault ja richtig rum. Der hält ein bisschen was aus. Francesca kann auch noch angreifen. Ja. Verteil mal ein bisschen deine Angriffe, wollte ich gerade sagen. So, Chandra, was mache ich mit dir? Reisender Wind. Pam, 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 pam. So richtig hat sie nichts. Und zum Heilen ist noch keine Notwendigkeit. Oh, das war's schon. Oder? Ich hab gerade gesagt, ich sehe noch keine Notwendigkeit zum Heilen. Ich glaube, ich hab's heraufbeschworen mal wieder. Haut der da eine Attacke raus, ey, meine Fresse. Aber wir haben ihn gezähmt. Cool. Hab einen Drachen wahrscheinlich jetzt mit dem Team. Did we beat it? Beat a dragon? Oh, you're funny. Forget the fact that it's a dragon imbued with raw lens. It just needed someone to snap at. My guess is that it was struggling with the anger welling up inside and it needed a way to vent. And there's your proof. See? It's calmed down a little. I think it's starting to adjust to the lens. Adjust? Right, so, one of the side effects of spontaneous lensosynthesis is that it triggers a kind of power surge at first. The host loses control of itself. But, if the host manages to adjust, then the power becomes its own, a natural extension of its own body. The bigger and tougher the host, the more room that power has to grow. That said, our bodies don't always play nice with us. There's always a chance the raw lens could trigger another surge. So, it has to live with that? Oh Gott, wir harmonieren. Unsere Linsen harmonieren. Dritter Abkömmling, ich danke dir dafür, dass du meinem Kind Schutz bietest. Noah's lens absorbed the raw material? Krass. Whoa there. I'm glad you're in better spirits. That's a good dragon. My name is Noah. What's yours? Chandra? That's a beautiful name. Girl? You're a girl? Okay. Hey, I'm sorry if we hit you too hard. I think you're the one who's punched drunk. You're talking to dragons now? When I made contact with Chandra's lens, I could sort of sense a little bit of what she's thinking. Kann man mit dem Drachen reden? I don't know. Maybe I imagined it. Really? You want to come along with us? Yes, of course. That would be amazing. Legendärer Drache Chandra. Also wenn die dann mitkämpfen bei der Schlacht, dann mache ich mir gar keine Sorgen mehr. Sage ich ganz ehrlich, wie es ist.
Da mache ich mir gar keine Sorgen. Auf jeden Fall kann ich das schon mal durchstreichen. So, also ich glaube, ich mache jetzt einfach nur noch Quests und dann beim nächsten Mal widmen wir uns dann dem großen Finale. Dann ziehen wir einfach komplettes Finale durch. Für die große Schlacht rekrutiere ich jetzt hier noch ein paar Helden. Vielleicht schaffe ich heute noch die 100. Das wäre natürlich wunderbar. I have things to do. Ringing your phone. Call for me and I'll call for you. So, komm schnell. Suppose it's good to see new places. Off with. Dann gehe ich mal meine Rezepte auch ab. Handelsplatz. Dann kann ich auch gleich übernachten. Gut, ich bin komplett falsch. Einmal hier lang bitte. Dann kann ich da übernachten. You need a rest. Ja, einmal bleiben bitte. Dankeschön. Oh, ich will nicht kochen, ich will einfach nur das Rezept abgeben. Kurtz, mind if I call on your expertise? Ach, stimmt. Wir reden jetzt über das Gericht. I'm looking for a certain dish. Ah, stimmt. Wir sollten Kurtz fragen. It's got lots of veggies in it and its flavor cheers you up. And oh yeah, and it's sort of fishy, even though it doesn't have any fish in it. Ring any bells? Huh. Will you be having that right now, then? Oh, it's not for me. It's for this person I met who ate it when she was little, and now she can't remember, and so she can't get married. You'll bend over backwards for just about anyone, won't Klingt you? Alles ein bisschen verwirrend, aber okay. Right man. So you know what it is? No. And since not knowing drives me up the wall, I'm gonna find out. The wait is over. The recipe you seek is a bygone culinary favorite called vegetable milk soup. Gemüsemilchsuppe, habe ich die nicht sogar schon? That's not to say people don't make it anymore. They do, and it's quite popular. But the ingredients, preparation style, even the name has changed over time. Okay. Yo, stay put. I'll prepare a bowl for you right now. I give you vegetable milk soup. What your friend craves is a taste of her childhood. Whether I've captured that or not has yet to be seen, but I tried my best. Go on then, don't keep her waiting. Okay. Thanks, Kurtz. So geht's auch, ja. Cool. Dann fragen wir mal. Oh, a new recipe. Oh, good to see you. Aber auf jeden Fall hat er. Habe ich einiges an Rezepten schon gesammelt. Aber dafür brauche ich noch ein paar Zutaten so. Da sind die zwei alten. Okay, dann. Gehen wir doch mal zu ihr, oder? Mal gucken, ob ihr das schmeckt, ob sie das haben möchte. Ich gucke gerade noch auf meinen Zettel, das ist jetzt Fox. Irgendwie muss ich noch große Beute erwirtschaften. Melridge und die anderen sollten jetzt mit Preparations sein. Okay, wir haben jetzt schon woanders übernachtet, deswegen kann man das jetzt triggern. Die Story weiterführen.
Aber ich habe noch, was habe ich noch offen? Ich habe das mal CJ habe ich noch offen. Die Nebenquest und mit Quinn habe ich noch die Nebenquest offen. Der mit seinem Kunstwerk da, mit den Skarabäen. Im Leben nicht, dass ich das angehe. Is this what you're looking for? Da muss ich schon sehr viel Langeweile haben und Zeit mitbringen. What is it? May I have that? I don't believe it. Noah, I know how rude it is to ask, but might I try some of this? Oh, well, sure. Thank you. Lecker Schmecker. This is the recipe. I am certain of it. Fox ist begeistert. The soup is neither too sweet nor too salty. And the aroma carries up the nose and laps at the mind with visions of seafood. I could cry. It's bringing back so many memories. Noah, what is this called? It's called vegetable milk soup. That's it? That's the whole name? Ja, lachen wir alle mal eine Runde darüber. I am so sorry. I shouldn't laugh. You won't hurt my feelings. I didn't make it. One of my comrades did. Aber ich denke, ich hätte das Gericht finden müssen, oder? Das Rezept erst. Ich glaube, ich habe das auch bekommen irgendwo, die Gemüsemehlsuppe. Aber bin mir da aber auch nicht mehr ganz so sicher. He's very passionate and sincere when it comes to cooking. He knows how much it means to people. Personally, I'm just really happy you like it. Passion and sincerity. Is that what it is? Noah, the scales have fallen from my eyes. Huh? Thank you. At long last, I am beginning to think there is hope for me. Oh, and henceforth, you may call me Foxielle, bride in the making. Foxy. And now I must repay you for the nourishment of body and mind. Bitte schließen Sie sich an. Vielen Dank. Liebe suchende Füchse in Foxiel. Oh. Die kämpft mit der Lanze. Die ist mir ja richtig sympathisch. I will make my spear dance for you. And also try not to destroy your kitchen. Mit einem schönen Speer. Gut. Können wir abhaken. Reichen von der Liste, wunderbar. Wunderbar. Wen machen wir als nächstes? Was ist große Beute? Keine Ahnung. Gehen wir mal zu Quinn. Die ist im Perschjagd. Horchen wir mal, was sie möchte. Da ist er ja schon. Perfekt. Gar nicht mal viel laufen. There's my guy. You ready? Gotta strike while the iron's hot. Early bird, worm. And I really do mean we have to hurry, since I hear another hunter has already sniffed out the same lead. Ich weiß gar nicht, worum es geht, aber okay, ich bin bereit. I'm good to go. That's what I'm talking about. Momentum. Jump right in. See? You were born for this. It's time to set sail for big adventure and big... Big treasure. Oh, and the hunting site is to the west. Don't get us lost. Also Quinn muss jetzt mit rein. Selbstverständlich. So, wo bist du, Quinn? Da ist er. Sie ist Mitteldistanz, verstärkter Hammer. What's on the grand adventure menu today? Machen wir es mal so. Machen wir es einfach mal so. Und was ist die Höhle der Dünen? Komplett neues Gebiet oder was? Is this the place? Yep. They call it
the Den of the Dunes. I'm guessing that's not because dunes live here. So what does? Oh, you know, something extremely huge and deadly. Inside of which is the raw lens we're after. It's inside the monster? Oh, come on, you'll be fine. Look how strong you are. Because you've done a real thorough check, right? I can see it in your eyes, Noah. That's all I need to tell. Gut, freut mich. Mm-hmm, very convincing. Legen wir los. Oh. Quinn, my gal. How's the hunting? Dykstra? Dykstra. Why you here? You better not be planning to grab that raw lens out from under my nose. Dykstra. Easy, friendo. Be chill. Everything is copacetic. Dykstra knows when he's no match for a job, okay? This one is all yours. Smell you later. Who is that? You mean that Steerin trying to edge in on my treasure? Dykstra's a fellow lens hunter. He's not such a bad guy. Even if he does tend to be a little too loosey-goosey about his work. If that hunk of steak is calling it quits, then whatever creature we're up against must be tough as nails. We better proceed with caution. Das macht mir alles schon wieder ein bisschen Angst gerade. Wenn hier solche Sachen in den Raum gestellt werden. Und ich habe hier viel zu viele Optionen, was Ressourcen sammeln angeht. Ja, Schatzkisten und so. Käferkopfbedeckung. Keine Ahnung. Ist auf jeden Fall schlechter. Es ist auf jeden Fall schlechter. Bestienknochen. Da steht ja jemand rum. You're mine. Kubibi! Take this! Okay, die gehen ja ganz schnell kaputt. Vielleicht bin ich doch etwas zuversichtlich. Was ist passiert? Das ist ja ein einziger Fiebertraum hier gerade. Wo bin ich hier gelandet? Skorpionattentäter. Ich habe einen Kreisel. Hier passiert mir gerade wieder viel zu viel auf einmal. So, wer bist du? Willst du eine Runde spielen? Nein? Mann, der hat voll die starken Kreise, mit dem spiele ich nicht. Rune des Bodenbrechers. 20 Pelz, davon brauche ich nicht. Die spucken mich wieder weg. Hey, what's this weird looking thing? No, no, don't touch it! What? Hey! What is... Es spuckt uns weg. Okay, es hat uns ganz nach hinten gespuckt. Ah, es gibt so viel zu entdecken, ne? Das ist ja schon wieder ein super Gebiet hier. Ja, ich will ein bisschen fighten, ja.
Vielleicht kriege ich noch mal einen Kreisel. Zack, zack. Na, er packt gerne seinen Schlitzer aus. Aber ich weiß noch nicht, was diese Explosion da gerade war. Was ist da alles? In die Luft gesprengt hat. Bestienknochen ist gut. Rune der Erdverzauberung. Nehm ich mit. So, da ist noch was. Vielleicht hier oben. Nichts. Einfach nur eine Sackgasse. Bin empört. Also ich glaube, mit meinem Level bin ich ganz gut hier dabei. Dass die alle sehr schnell abgemurkst werden, wenn sie nicht gerade irgendeinen Crit da raushauen aus der hinteren Reihe. Aua. Jawohl, Francesca. Ja, also Quinn kann man halt noch ein bisschen leveln. Die anderen nehmen nicht so viel mit. So, hallo. Der spuckt mich weg. Ist die Frage, wo er mich hinspuckt? 20 Pilz. Pilz, Pilz, Pilz. Brauche keinen Pilz, davon habe ich genug. So, na, dann lasse ich mich mal wegspucken einfach. Nur ist nur von. Flups. Cool, jetzt bin ich hier rausgekommen. Das ist eine Rätselei, ey. Also ich muss ja irgendwie den richtigen erwischen. Den richtigen Spucker, dass er mich in die richtige Richtung spuckt. Hier ist auch so eine Spuckstelle. Bist du vielleicht der Richtige? Dreimal Gigas. Lehne ich dankend ab. So, mal gucken. Ah, passt sogar. Muss man erstmal drauf kommen, dass das gleich daneben liegt. Ah, hat ja gar nichts gebracht. Cool. Nun gut, wir suchen weiter. Währenddessen sammle ich ein bisschen Pelz ein, natürlich. Eine Schatzkiste nehme ich auch gerne. Ja, schön. Unlock Weihrauch. Hier ist grüner Schleim.
So, den könnt ihr vielleicht ausprobieren. Oh, ich sehe so viele da hinten stehen. Das grenzt, glaube ich, an ein Glücksspiel. So, Trial and Error. Ausgebleichtes Buch, Teil 16. Jetzt bin ich schon mal in der Mitte. So, wer spuckt mich wohin? Ich glaube, das war nichts. Achso, er spuckt mich wieder zurück. So, wir hauen rein. Keine Zeit zum Kämpfen. Keine Zeit zum Kämpfen, komm. Spucki mich weg. Wir kommen der Sache näher, das ist schon mal positiv hervorzuheben. Dass wir der Sache schon sehr näher nahe kommen. Let's do this. Jetzt ist nur die Frage, welchen von den beiden nimmt man wieder? Ich habe echt Angst, dass da einer dabei ist, der dich bis an den Anfang zurückspuckt. Avocado-Sushi-Rezept. Bin ich ja nicht der größte Freund von. Sushi ja. Avocado. Brauche ich nicht unbedingt. Oh, das war richtig, oder? Oh, das war richtig, glaube ich. Rune der Vorbeugung. Oder war es doch falsch? Ey, wo muss ich denn hin? Ich habe doch jetzt fast alles abgelaufen hier. Dann muss ich ja doch wieder hier mit dem. Jetzt bin ich wieder hier. Aktuelles Ziel, gehe zur Burg. This shouldn't be hard. Na, muss ich wohl doch noch mal ein bisschen suchen hier. Ein bisschen suchen. Vielleicht hat es mit den Dingern ja auch gar nichts zu tun. Kann auch alles sein. Ja, immer her mit dem Pelz. Challenge accepted. Hier musst du einfach nur irgendein großes Monster sein. Was bekämpft werden möchte. Aber ich finde es nicht. Start running, worms! Ich finde es leider nicht. Es tut mir leid. Pelz, ja, Pelz finde ich ohne Ende. Doch, den hatte ich doch auch schon, ja.
Eigentlich war ich doch jetzt schon überall, oder? Glaube ich, war da oben. Das erkundet. The battle begins. Ach, jetzt. Hätte ich erst mal das triggern müssen an so einem Loch. Quinn, I think we're getting really warm. Very sharp, Noah. You're a natural at this. Okay. Is this the monster you were talking about? Maybe. It looks pretty puny, if we're being honest. Only one way to find out, though. Vielleicht muss ich es an mehreren Löchern bekämpfen. Ich hätte es erstmal gleich triggern sollen. Anstatt hier umherzueiern. Ja. Ja, sie haut daneben. Na gut, immerhin haben wir es jetzt gefunden. Volldampf-Raketenhammer. Finde es schön, dass nur die Spitze rausragt. Ich will nicht wissen, wie groß das Viech ist. So, es verzieht sich erstmal. Oh, ich muss wirklich jedes einzelne Loch. Ja, welches ist als nächstes? Oh. Hier vielleicht? Nö. Lustig. Da hab ich Bock drauf. Löcher absuchen. No hard feelings. Hallo, sind Sie hier? Auch nicht. Na Mensch. Dann suchen wir mal die anderen ab. Wenn ich jetzt noch wüsste. Ah, da wo was rauskommt, ne? Macht ja Sinn. So wie hier. Ich müsste jetzt nochmal wissen, wie ich da hinten hingekommen bin, ne? Ich glaube, da kommen noch ein paar Formen. Ah, ich hätte vielleicht doch mal lieber Marisa heilen lassen sollen. Francesca ist zu langsam. Oh. Haben sie aber gut weggekontert. Gut weggesteckt. Zeig mal den Raketenhammer.
Ah, der wird wahrscheinlich gleich wieder... Ja, ist wieder weg, oder? Okay, nee, doch noch nicht. Aber er wird bestimmt gleich weg sein. Bin mir ziemlich sicher. Der macht nicht mehr so lange. Schauen wir mal. So, das. Ah, it's getting away again. On it. So, da hinten ist es nicht, aber man hört schon, dass es hinter mir ist. Also in der Richtung. Da ist es, das linke. I expected worse. So, schnell entkommen. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Ach, da hinten. Och, man, bin ich dämlich heute, ey. Da hinten. Oh. Dachte, ich wäre mega schlau, aber... Ach Gott, ich sollte mich auch einbuddeln gehen. Das ist ja peinlich heute. Das ist ja peinlich. I expected worse. Das ist ja peinlich. Ich habe nur das Geräusch gehört, aber ich habe nichts gesehen. Aber hier ist es auch nicht. Was habe ich denn gerade gesehen? Oder ist es in der Mitte da? Da hinten. Ich bin lost gerade. Ich bin gerade so... irgendwie komplett durcheinander. Was ich da gesehen habe. Wahrscheinlich immer noch das Falsche. Ja, natürlich, das wird das Letzte sein hier. Hä, bin ich jetzt hier komplett verwirrt? Ich hab's doch gerade gesehen. No slacking, Cullies. Ich hab's doch gerade erst noch gesehen. Das ist es nicht. Da hinten zeigt das mir an. Ja, da war ich doch gerade. Und dann war es weg. Ich wollte doch sagen, ich bin doch jetzt hier nicht... Bin doch jetzt hier nicht komplett verwirrt. Ach, das wechselt mit den Kämpfen oder was? Jetzt ist es da hinten weg. Ich glaube, es wechselt nach den Kämpfen, kann das sein? Ja, ist das.
Ist das eine fiese Kacke? Sorry, aber. This time I'm taking that raw lens that's inside you. Jetzt kommt deine wahre Form. Oha. What in the... Oh my! It's huge! Nobody told me about this! Hm. Auf geht's, Freunde. Jetzt geht's los. Schön Crit. Der hat gesessen. Ja. Angriff. Was machen wir? Ich habe ihre Heilkräfte rausgenommen. Ich mache einfach mal den heiligen Regen. Angriff ist der beste Angriff, ne? Arcana! Deshalb, Angriff ist der beste Angriff. Come on. Oh, much. Take this. Ach, gestärkt sind sie auch dadurch? Das sind ordentliche Angriffe. Aber es sieht gut aus. So, jetzt kann man ein paar kräftige Aktionen raushauen. So, jetzt muss ich nochmal gucken. Ich muss nochmal lesen. Heiliger Regen heilt mittlere Menge HP. Verbündeter gibt 3 Runden Wasserschaden. So, Pubi greift an. Der Raketenhammer und vermutlich zur Sicherheit heilen. Go get him, Pubi. Ja. Pubibi regelt. Eigentlich sollte der Boss keine Probleme machen. Das läuft eigentlich sehr geschmeidig. Sollte keine Probleme machen. Gut. Also bei einem Schaden muss ich mir echt keine Sorgen machen. Das läuft ja bestens. Oh ja, heilen. Oha. Okay. Phase 2 wird eingeleitet. Die Verteidigung ist geschwächt. Dafür wird es bestimmt gleich eine ordentliche Attacke rausholen. Wir greifen normal an. Den noch mit. Und jetzt heile ich aber auf jeden Fall. Like it.
Okay. 104. Okay. Okay. Er dreht ein bisschen auf. Er dreht. Er ist noch nicht mal. Ich habe noch nicht mal im gelben Bereich, meine Fresse. Wie viel steckt der denn ein? Angriff. Schöner Crit. Den nehme ich gerne mit. Schön, schön, schön. Er ist aber im roten Bereich. Ja, wunderbar. Angriff. Dann wird er gleich weg sein. Dann lasse ich die liebe Dame einfach mal liegen. Volldampf, Riesenhammer. Sicherheitshalber heilen, falls was passieren sollte. Sollte aber eigentlich nicht. Gut, geschafft. There, it's done. Rune des Gesteins, alles klar. I like it. Alles klar. I hope that was the last round. Oh my goblets! Noah, look at this hole! I mean, it's not a finished rune lens or a primal lens, but as raw lens goes, this is some high-grade stuff. I owe you big time for this. Oh, do you now? Na ja, komm, schließ dich einfach an und wir sind quitt. Lucky for you, I'm in a good mood. So, if it's within my power, I'll try to come through for you. But I'm not giving you the raw lens, just so we're clear. Wir sollten uns zusammentun. In that case, I think we should team up. As in what? Become lens hunting partners? Sorry. That's not something I'm keen on doing on a permanent basis. No, no. I mean, you should join the Alliance. We're looking for able comrades. Oh, I see. The Alliance. Wait. The Alliance. Genau, die Alliance. You mean the army that's fighting Galdea? Hmm. Big ask, Noah. Can't talk you into it? Nah, I'm in. Heard they walked off with your primal lens. If I stick with you, I might be able to get a look at it one day. Consider my services and skill set yours. Ah, wieder eine Person mehr. Runlensenjägerin Quinn. Together, we'll achieve the Alliance's ultimate goal of obliterating the Empire and stealing back the Primal Lens. Not our ultimate goal. So, dann kann ich Quinn auch von meiner Liste streichen. Es gibt hier kein Questlog. Deswegen ist alles handgeschrieben. Wenn man Personen rekrutieren möchte, muss man sich das merken. Weil manch einer möchte halt besondere Gegenstände, besondere Interaktion, was weiß ich. Und das wird halt nirgendwo festgehalten. Deshalb ist es ratsam, hier mit Zettel und Stift zu sitzen und sich alles aufzuschreiben. Ja, wir wollen wieder zurück. Gut. Uiuiuiuiui. Da war aber wieder ganz schön was los in dieser Folge. Wenn es dir gefallen hat,
dann gerne Daumen nach oben da lassen. Über einen Kommentar freue ich mich auch. Und das Abonnieren nicht vergessen, damit du auf dem Laufenden bleibst. Ansonsten gibt es hier noch eine Auswahl von ein paar hübschen, schönen Videos. Und ich bedanke mich vielmals fürs Zusehen. Sage tschö mit Ö, reingehauen und zum nächsten Mal.